Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sphinx und die verfluchte Mumie. Jo Leute, es ist jetzt nun schon etwas her, seit ich aufgenommen habe. Und es ist ein paar Wochen her, seit ich aufgenommen habe oder so. Das lag daran, ja, eben wegen der Zeit und weil ich arbeiten musste auch und so. Immer diese kleinen Zwischenpausen, ne Leute? In den ganzen Let's Plays, die ich gemacht habe, in den 3-4 Let's Plays, ne? Wann hatte ich da nicht einmal Pause gemacht? Davon gab es wahrscheinlich kein einziges. Was mir auch richtig leid tut, Leute. Aber ich kann euch versichern. Ja, ich weiß, das sage ich immer wieder. Und am Ende kommt wieder überhaupt kein Video, wo ich es dann versprochen habe. Nein, Spaß. Nein, doch, diesmal verspreche ich es euch nicht nur, sondern versichere es euch nicht zu 0%, so wie die Mumie es gerade angedeutet hat, sondern zu 100% versichere ich euch so im Winter, auf jeden Fall, wenn der Winter wieder anfängt und so, allmählich, dann werde ich auf jeden Fall richtig durchstarten, das kann ich euch versichern, Leute. Also, ich habe Oktober Urlaub. Ups. Nein! Ich habe am 20. Oktober habe ich Urlaub. Und dann habe ich ja sowieso wieder richtig viel Zeit. Und dann kann ich da schon mal anfangen, richtig loszulegen. Mit den ist das dein Ernst? Sorry, ich bin eigentlich ein bisschen aus der Übung. Keine Ahnung warum. Nein, 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 du fällst diesmal nicht runter. Auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall schon mal richtig loslegen. Und geil. Ja, auf jeden Fall, Leute, ich verspreche euch diesmal, ich verspreche es euch, in diesem Let's Play, Sphinx und die verfluchte Mumie, wird es jetzt keine Pausen mehr geben. Wenn ich diesen Part bei YouTube hochgeladen habe, wird ab sofort jeden Tag ein neues Video erscheinen. Okay, wie komme ich jetzt dorthin? Schlauberger. Ach da. Genau. Dankeschön. Nicht runterfallen. Ich sag's dir, wenn du einmal runterfällst, ich sag's dir, ne, Mumie, dann hast du kein Leben mehr. Ich schwör's dir, du hast kein Leben. Wollte schon sagen, was ist denn jetzt los? Ja, ich sag's dir, Mumie, wenn du einmal runterfällst, ich schwör's dir, dann hast du kein Leben mehr. Okay, du hattest sowieso nie ein Leben, aber von daher, okay, das war jetzt ein bisschen gemein. So. Tür Nummer 1 geöffnet. Ja, wir müssen hier diese ganzen Türen öffnen, die sich nicht so leicht öffnen lassen. Man muss schon etwas dafür tun, damit man es überhaupt öffnen kann. Und ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin muss. Ich denke, ich muss dorthin. Nein! Ey! Nein! 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 Warum fällst du runter, Junge? Junge vor allem. Ach, Tutankhamen. Warum machst du es mir eigentlich immer so schwer? Hm? So. Dankeschön. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Da sieht man ja mal wieder, wie richtig ich aus der Übung bin bei diesem Spiel. Oh Mann. Es tut mir leid, Leute, wie gesagt. Auf jeden Fall, es wird sich jetzt bessern. Auf jeden Fall. In diesem Let's Play wird es auf jeden Fall keine Pause mehr geben. Das versichere ich euch. Das verspreche ich euch. Aber sowas von. Das könnt ihr mir glauben. Und wenn nicht, dann. Ja, dann glaubt es mir halt nicht. Ist
ja jeden selber überlassen. Ne? So. Genau. Ja, das Geile ist, wir können uns jetzt immer in eine Fledermaus verwandeln. Vom, ja, dieser bösartige Typ, der hier in diesem Haus wohnt. Der hier in diesem Schloss haust. Der denkt damit, wer der Eindringling beseitigt. Aber da wir ja eigentlich schon tot sind, können wir gar nicht nochmal sterben. Oh mein Gott, episch der Palast. Der Palast ist einfach genial. Der unheimliche Palast von Uruk. Cool. Schön. Wunderbar. Wow, und jetzt guck mal, Leute, wir sind draußen. Wow. Weit und breit nichts zu sehen, wie man hier flüchten könnte. Ohne Witz, der könnte jetzt einfach, da er schon tot ist, ne? Könnte er jetzt einfach runterspringen und eigentlich so entkommen. Da er schon tot ist. Okay, es sei denn, der fällt aus Versehen in die Lava. Dann ist er ja wohl endgültig tot. Dann ist ja sein Körper auch verbrannt zu Asche. Oder wenn der Strahl ihn erwischt, dieses Auge. Dieses große Auge da, da ganz oben, was ich mir gerade nicht ansehen kann. Dann wäre er sowieso auch zu Asche. Dann wäre er auch in Stücke zerteilt. Und ja, dann wäre es aus mit Tutankhamen. Aber wirklich, dann könnte er so viele Urnen bekommen, wie er will. Er würde nicht mehr zum Leben erwachen. Es wäre so, als würde er niemals existiert haben. Niemals. was wir aber nicht wollen. Das, was wir natürlich nicht wollen. Nicht wahr, Leute? Genau, das wollen wir natürlich nicht. Deswegen bleiben wir lieber im Schloss. Im Schloss vom Uruk, im Palast von Uruk. Und lösen hier all diese richtig schönen, wunderschönen, geilen Rätsel. Und schieben diese Statuen hier weg, um diese Tür hier zu öffnen. Sehr schön. Lass los. Lass mal los, Tutankhamen. Lass mal los. Du Mumie, du. Du kleine, stinkende Mumie, du. Du verfaulte Leiche, du. Du verfaulte Mumie, du. Ich laber so viel Scheiße, du. Das glaubst du überhaupt nicht, du. Ich weiß nicht, was das soll mit immer diesen du. Ja. Ja, ich weiß, ich bin hobbylos. Aber das ist ja eigentlich ja auch nichts Neues, nicht wahr? Das ist ja überhaupt nichts Neues, meine lieben Leute. Ach ja, da müssen wir, ich weiß, was wir machen müssen. Genau, genau das, was wir jetzt machen müssen, müssen wir machen. Das, was wir jetzt machen müssen, müssen wir machen. Genau. So. Ah, das war das. Coole Musik. Da kann ich mich auch noch eigentlich sehr gut dran erinnern. Oh ja. Aber gewaltig. Ich muss gucken, wo ich überhaupt lang muss. Ja, ich würde erstmal sagen, gehen wir doch erstmal links rum. Also, ja, gehen wir erstmal hier rum und öffne diese wunderschöne Truhe. Du hast das dritte gestohlene Abydos-Juwel gefunden. Wunderbar. Perfekt. Hä? Wah! Wir stehen in Flammen. Schon wieder. Und was müssen wir jetzt damit machen? Denn ich habe nämlich gerade überhaupt keine Ahnung. Ja, das verschwindet ja schnell. Hä, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Ich habe keinen Plan. Komisch. Ich weiß jetzt schon nicht, was ich machen muss. Das ist ja auch mal was, ne, Leute? Nein!
Okay. Ich weiß nicht, was man machen muss, aber man kann ja mal was ausprobieren. Wow. So. Und dann einfach mal hier drauf. Was irgendwie gar nichts gebracht hat. Wie man sieht. Lol. Haha. Ich weiß nicht, was man machen soll. Ach. Ich Idiot. Was bin ich für ein Idiot? Was für ein Idiot? Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Und spring drauf, Mumie. Ah, mein Gott. Oh, das. Oh, diese Mumie sieht doch mal wirklich bezaubernd aus, wie sie da hängt. Wie eine tote Leiche. Ah ja, du bist ja auch schon tot. Von daher. Oh. Oh. Oh, stimmt ja, da war ja etwas. Ach ja, genau. Genau. Das kenne ich ja noch. Das Spielchen, das kenne ich ja noch allzu gut. Ich kenne das ja noch allzu gut. So, okay. Dann weiß ich ja jetzt schon mal, was ich überhaupt machen muss. Genau. Erstmal diese Statue auf den dicken Schalter schieben. Genau. Dann? Was passiert dann? Ach ja, genau, da war ja auch etwas. Oh, bin ich wieder witzig. Mit meiner Vergesslichkeit, ey. Aber naja, es geht ja alles fix. Das geht ja alles fix und schnell. Ne, Leute? Gebt ihr mir recht? Natürlich gebt ihr mir recht. Und wenn nicht, gibt's Ärger. Spaß. Das war jetzt natürlich nur Spaß, ne? Verstehen Sie Spaß? Oder verstehen Sie überhaupt keinen Spaß? Finden Sie jetzt heraus bei der Sendung Verstehen Sie Spaß? Was ich nicht gucke, weil ich das einfach nur kackenlangweilig finde. Und weil die es meiner Meinung nach schon irgendwie ziemlich übertreiben mit ihren ganzen Witzen. Da machen sie die Figur, da machen sie den Menschen erstmal total fertig, ja? Und dann, also so, dass der Mensch schon bald anfängt zu heulen. Und dann am Ende, ja, sagen sie, ach, das war alles nur Spaß. Und ne, Leute? Kennt ihr das? Ich habe einen Fehler gemacht. Scheiße. Oh, werde ich den Fehler gleich mal beheben? So. Komm schon, das schaffst du noch, bevor die Flamme überhaupt ausgeht. Es sei denn, du machst weiter so einen Scheiß. Chris, hör auf, Scheiße zu machen. Hör auf damit. Scheiße. Oh Mann. So. Jetzt wollte ich den in der Mitte eigentlich sehen. Oh. Alles klar. Alles klar. Hä? Lol. Lol. Einfach nur lol. Hä? Komm schon, jetzt aber.
Genau, jetzt ist es so, wie ich es haben will. Haha. So. Und so. Und so. Dann öffnet sich der Shit. So, und jetzt müssen wir die Fackel trotzdem noch anlassen. Weil wir wollen das hier in Brand setzen. Sehr schön. Sehr schön. Okay, scheiße. Ja. Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns die Fackel nochmal neu. Aber erst, wenn wir die Statue auf den anderen Schalter geschoben haben. Das würde zumindest natürlich eher viel mehr Sinn ergeben, natürlich. So. Bitte öffnen Sie die Tür. Dankeschön. Los. Ich möchte die Feuermumie wieder haben. Und zwar genau jetzt. Ich kann nicht singen, ich kann solche Musik überhaupt nicht mitsingen, weil ich einfach zu schlecht dafür bin und weil ich aber nicht singen kann. Deswegen, warum lasse ich es dann nicht einfach? Weil ich ein Christ bin. Und ein Christ hört einfach nicht auf mit Scheiße. So wie immer. So. Dann haben wir das auch schon mal geregelt. Verbrennen wir das. Können wir diese Skarabäen hier einsammeln? Diese Onyx-Skarabäen oder wie die auch immer heißen. Und ja. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch Strom. Aber ich würde sagen, wir machen das erstmal. So. So einfach geht das, Leute. So einfach geht das. Und Elektroschocker. Und weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Mit dem Part der Mumie. Mit dem Part der Mumie. Mit dem Part der Mumie. So. Aha, was denn das? Das werden wir auch noch herausfinden. So. So. Was machen wir jetzt? Was müssen wir jetzt tun, Leute? Ganz einfach. Ganz einfach, meine lieben Leute. Also, guck mal, Leute. Es ist einfach so einfach. Wenn ich erstmal die Leiter finden würde. Ja, dann klettern wir natürlich erstmal wieder nach oben, ne? Genau. Genau so macht man das. So machen wir das. Und dann springen wir hoffentlich. Ja, dann springen wir dahin. So. Ich weiß, ich habe einen Schaden. Ich weiß, ich rede einfach nur Unsinn. Ja, ich weiß, ich habe einen Schaden. Man könnte es echt denken, ohne Witz. Ach, loslassen. Ich will den Schalter betätigen. Hier und jetzt. Sofort. Genau, das brauchen wir nämlich. Das brauchen wir nämlich unbedingt. Und dann. Ach. Haha. Bekommen. Okay. Ach ja, das würde uns da hinschmeißen. Aber da wir es noch nicht fertig aktivieren. Da das Tor noch nicht auf ist. Brauchen wir das auch noch nicht benutzen. Das wäre ja natürlich sonst umsonst. Jetzt könnten wir es benutzen. Jetzt will ich es auch haben. Aber ich muss dafür erstmal um Kreis fahren. So. Die Musik ist geil, ohne Witz.
Wasser! Ich will duschen! Oder auch nicht. Ja, auf jeden Fall kann die Mumie auf jeden Fall eine Dusche mal gebrauchen, ne, Leute? Ah! Ah! Das kann ich auch gut gebrauchen. Dafür brauche ich Feuer. Auf jeden Fall. Naja. Fahren wir erstmal weiter. Bis wir das Amulett haben. Oder was es gerade auch immer war für ein Teil. Oh. Okay. Vielleicht auch nicht. Denn hier kommen wir nicht weiter, weil hier auch nochmal sowas ist. Ach du Scheiße, was hier nicht alles so versteckt ist, ne Leute? Was hier nicht alles so gibt. Naja, dann öffnen wir erstmal natürlich das hier. Okay. Wer weiß, vielleicht kann ich das Feuer noch ein bisschen länger behalten. Man weiß ja nie, ob ich da noch dazu etwas erreiche. Damit ich nicht immer hin und her laufen muss. Wie so eine bekloppte Mumie. Okay, wir sind eine bekloppte Mumie. Wir spielen eine bekloppte Mumie. Oh ja. Ganz genau. Und warum gehe ich zum Teufel nochmal dorthin? Obwohl ich da doch gar nicht hin muss. Doofheit tut weh. Scheiß drauf. Wartet. Wartet, Leute. Ihr müsst warten. Versteht ihr? Ihr müsst, also, guck mal. Ah, okay, nein, nein, okay, brauche ich doch nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das würde ich nur umsonst machen. Weil mir fällt gerade wieder ein, warum ich das sonst umsonst machen würde. Ganz genau. Das ist mir gerade wieder eingefallen, Leute. Glaubt mir und vertraut mir. Ihr werdet es sehen. Die Statue sieht immer noch böse aus. La 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 la. Die Mumie tanzt mit der Musik mit. Und loslassen. Und dann gehen wir mal dorthin. Hä? Was ist denn das? Und wir wurden voll weggestoßen. Du hast einen Ornamentschlüssel gefunden. Sehr schön. Und jetzt können wir wieder runterspringen. Bams. War das nicht schön? So, jetzt könnten wir das Feuer auf jeden Fall gebrauchen. Natürlich, wenn man uns auch mal vorbeilassen würde. Aber ich glaube, wir machen erstmal das, bevor wir woanders hingehen. Genau. Machen wir doch erstmal das da. Okay, wofür brauche ich jetzt das Feuer? Ach ja. Oh, Leute, ich bin zu blöd. Ich bin mal wieder doch zu blöd zum Scheißen. Das kann man doch immer beweisen. Ey, es hat sich gereimt. Und Scheiße. Scheiße, in meinem Keller liegt der Leiche. Ich bin's nicht gewesen und ich laber zu viel Scheiße. Ja. Auf jeden Fall, kennt ihr das Lied? Scheiße, in meinem Keller liegt eine Leiche. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wie das Lied in Wirklichkeit heißt. Vielleicht heißt es ja auch so. Ich weiß es aber gerade nicht. Auf jeden Fall geiles Lied. Ohne Witz. Geiles Lied. Ist zwar schon alt. Ist zwar schon irgendwie alt, aber kann man sich immer noch anhören. Nein. Nein, 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 du solltest... Oh, Leute, Leute, Leute. Ey, warum ist diese Mumie zu blöd? Warum ist diese Mumie zu blöd zum Scheißen? Warum ist diese Mumie zu blöd, um sich irgendwo festzuhalten rechtzeitig? Oder bin ich einfach nur zu blöd? Ich weiß es nicht. Ich habe nämlich keine Ahnung davon. Ach ja, Leute, Leute, Leute. Das kann ja mal wieder was werden, ne, Leute?
Das kann mal wieder das werden. Das kann was mit dem Chris mal wieder werden hier. Der ist zu blöd einfach nur. Einfach nur zu blöd. Aber jetzt hat der Chris es nach Jahren endlich mal geschafft, sich festzuhalten. Und jetzt kannst du bitte reingehen. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wäre nicht nötig gewesen. Sehr schön. Leute, aber hier beende ich den Part. Wir machen den nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe ein bisschen überzogen. Das war auch mit Absicht. Weil ich immer so auf Pausen gemacht habe in ein Let's Play. Es tut mir so leid. Auf jeden Fall, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Part bei Sphinx und die verfluchte Mumie. Ciao!